Ja, Morsche, wir können die Finger nicht vor diesem Spiel lassen, denn es ist real. Das ist übel, dieses Spiel. Ja, schon sind wir still. Nein. Warum müssen wir überhaupt? Hast du schon mal aufgefallen, wo waren wir das letzte Mal, als wir heute... angefangen haben? Ich glaube, es war Aufgabe 3. Du musst da durch die Tür und dann denkst du dann weg. Schokolade. Was denn? Hier hat unser Typ gelegen. Hä? Stimmt. Du. Wir laufen falsch rum. Ja. Und du musst voll in die Tür rein. Ich hab's gesehen, dass da was geflogen kommt. Was ich gerade überlege. Wo liegt denn? Jawoll! Ja? Ich hab die Waffe gerade mal gedreht. Oh. Ich hör doch hier irgendwas. Hier hinten im Haus, wo wir gerade sind, da wird momentan gebohrt, Leute. Von daher kann es sein, dass ihr ein leichtes Hintergrundbohren hört. Wir hoffen es nicht. Mhm. Und von daher legen wir los. Komischerweise fang ich dieses Spiel an. Oh, das ist überhaupt nicht so. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Na. Sterben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Was? Nein! Brain! Sprain-Modus? Ja, aktiviert! Was denn? Was ist das irgendwie? Der. In dem Rücken? Ja. Wo ist der? Ah, Oktopus! Oktopussi! Was mache ich jetzt nur? Ah! Mama! Helfen Sie mir doch mal! Ich weiß, was ich machen soll. Wenn ich drauf schieße, bringt nichts viel. Oh, super Range Modus. Noah. Wo sein? Oh, wie? Das sagst du mir jetzt erst. Ah, ich sterbe, ich springe auf irgendwas. Rücken! Das ganze Vieh ist der Rücken! Ah, das ganze Vieh hat einen Rücken.
Nein, läuft nicht. Super Range Modus! Ich hoffe, er hat nachgeladen. Die sind wir gleich verloren. Das war also die gefährliche Aluminie und ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich will mich erstmal um. Ja, kannst du das nämlich hier überall lang laufen. Lass mal. Wie viel Schuss hatten wir noch? Null. Ich glaube, ich habe alles in das Vieh reingeballert, was ging. Ja. War vielleicht nicht so gut. Oh yes! Ich glaube, da geht's auch irgendwo lang. Ah! Ach du heilige Maria. Oh. Da. Hinter dir. Ich muss da rein. Hinter mir. Hinter mir muss ich rein. Moment. So. Und hiermit gehen wir jetzt rein. Ach ja. Starkes. Hat's geschlagen, oder? Ach, die vier Schuss da. Die zwei Schuss. Und doch hier wieder Batterie. Warte. Was ist denn für Stings? Ein Pulsgewehr. Garde. Bringt aber nicht viel, wenn wir voll sind. Oh, ja. Die sind schon voll. Voll mit Eistee. Ich trete daneben und treffe. Ups! Daneben. Oh! Das ist der Raum. Ich will mir gar nicht auf die Karte gucken. Ja, ich habe gerade nur so eine Zahl gelesen. Ja. Das ist alles hier oben. Noch eine Etage tiefer. Ich denke mal in die 2. Denke ich mal. Oder? Wieder runter. Da ist noch keine Sonne, eine Durchblicke. Ich muss mich erstmal umgucken. Ja. Logbuch der
der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich. Leute, so macht man das nicht. Ich möchte gerne wissen, wo es lang geht. Zum Kühlkram. Wir sind von Neugier aus beneugiert. Speicher. Ah, Müll doch. Knoten. Egal. Eine zweite. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Juhu! Mann, du bist Dudes hier. Aha, und ich weiß genau, dass wir jetzt speichern und uns freuen werden. Denn wir machen sofort weiter. Mit interaktivem Sterben. Oh, nicht schon wieder. Geil! Da ist das Gelbe! Ich kann hier so schlecht zielen. Ich weiß es. Gehabt. Aber auch knapp. Patrika, müssen wir überhaupt da lang? Nö. Nicht gerne. Ja. Okay, was ist das? Straße. Ah, ist auch interessant. So kühl. Ups, warte. Da müssen wir aber auch nochmal hin. Ich weiß, ob wir das jetzt machen oder später. Wurst. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Rippenklingen. Was sind bitte Rippenklingen? Also ich würde eher das Impulsgewehr einsetzen. Weil davon haben wir noch extrem einige Ammonie. Eintritt Schwerelosigkeit. Das ist leicht eklig. Ich glaube, wir müssen uns nach oben hangeln. Ach, ich glaube nicht. Wenn wir dagegen fliegen, sind wir tot. Da 100%ig irgendwie hin. Ich hätte auch einfach mal auf die Map gucken können. Ach, naja. Aber hey, bei mir spitzt es jetzt auch langsam zu mit dem Sterben. Hier spricht Tempo. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier. Nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, da bleibst du auch schon gleich gegenüber. Ah.